Am 3. Juni 1925 eröffnen Bundespräsident Heinisch und Bürgermeister Seitz die erste Teilstrecke der Wiener elektrischen Stadtbahn. Die Strecke führt von Michelbeuer nach Hütteldorf. Der Planbetrieb der elektrischen Stadtbahn beginnt einen Tag später von der Alzerstraße über die Gürtellinie und die obere Wiehntallinie nach Hütteldorf. Es stellt sich die Frage, warum der Name Wiener elektrische Stadtbahn bzw. gibt oder gab es auch eine nicht elektrische Stadtbahn. Dazu bedarf es einer kurzen Erläuterung. Als Geburtsstunde der Eisenbahn mit Lokomotivbetrieb in Österreich gilt das Jahr 1836. In diesem Jahr erfolgt der Spatenstich für die 1837 eröffnete Kaiser-Ferdinands-Nordbahn. In der Folge wächst das Bahnnetz und Wien erhält weitere Bahnanschlüsse. In den Jahren 1841 folgt die Südbahn und die Ostbahn, 1858 die Westbahn, 1870 die Kaiser-Franz-Josefs-Bahn, 1872 die Nordwestbahn und schlussendlich 1881 die Aspangbahn. Die sieben Bahnlinien gehören jeweils konkurrierenden Gesellschaften und alle Bahnhöfe sind sogenannte Kopfbahnhöfe, mit Ausnahme des Aspangbahnhofs, der von Beginn an als Durchgangsbahnhof konzipiert ist. Damit gibt es Probleme sowohl mit dem Transitgüterverkehr wie auch militärisch-logistisch. Eine notdürftige Problemlösung bilden diverse Verbindungslinien. Allerdings offenbart die verlustreiche Schlacht bei Königgrätz 1866, dass weitere Querverbindungen zwischen den Bahnhöfen fehlen. Bereits seit 1852 gibt es diverse Pläne einer Wiener Stadteisenbahn, die alle Bahnhöfe vereinigt und eine zügige Truppenverschiebung ermöglichen soll. 1892 ist es endlich soweit. Der Reichsrat genehmigt das Bauvorhaben der Wiener Stadtbahn. In den Jahren 1894-95 werden Strecken der Stadtbahn endgültig definiert. Die Wiehntallinie von Hütteldorf zum Hauptzollamt, geteilt in die obere und untere Wiehntallinie, die Donaukanallinie, die Gürtellinie und die Vororte-Linie. Aus strategisch-taktischen Gründen ist die Stadtbahn für Dampfbetrieb konzipiert. Den Bau in den Jahren 1892 bis 1901 übernehmen die KK Staatsbahnen ebenso den Betrieb. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist der Rumpfstaat Österreich nicht mehr in der Lage, den Betrieb der Stadtbahn aufrechtzuerhalten oder ihn fortzuführen. Jetzt kommt die Stadt Wien ins Spiel. 1923 erklärt sich die Stadt Wien unter Bürgermeister Reumann bereit, 2/3 des engeren Stadtbahnnetzes auf 30 Jahre unentgeltlich zu übernehmen und im Gegenzug die Strecke zu elektrifizieren und auf eigene Rechnung zu betreiben. Am 13. März 1924 wird zwischen den österreichischen Bundesbahnen und der Gemeinde Wien unter Bürgermeister Karl Seitz ein Pacht- und Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Damit ist das Ende der Stadtbahn als regionale Vollbahn gekommen. Die Geschichte des Vorläufers der Wiener elektrischen Stadtbahn, der sogenannten Wiener Stadt- und Verbindungsbahn, schildere ich ausführlich in dem Video Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-25. Wenn wir in Wien von der Stadtbahn sprechen, müssen wir zwei Nahverkehrsmittel unterscheiden. Die Wiener Stadt- und Verbindungsbahn, kurz Wiener Stadtbahn genannt. Sie wird 1898 von den KK Staatsbahnen eröffnet und 1925 von der Gemeinde Wien übernommen. Und zweitens die kommunal betriebene Wiener elektrische Stadtbahn ab 1925. Der Großteil des Streckennetzes der Wiener elektrischen Stadtbahn. Doch zurück zur Wiener elektrischen Stadtbahn. Als Schöpfer der Wiener elektrischen Stadtbahn gelten neben Straßenbahndirektor Spengler, Altbürgermeister Reumann und Bürgermeister Seitz.
Vizebürgermeister und Stadtrat Georg Emmerling, der damals oberster Chef des Wiener Verkehrswesens war, sowie Stadtrat Hugo Breitner. Die Elektrifizierungsarbeiten beginnen am 26. Mai 1924 in Heiligenstadt. Ab dem 12. September 1924 können die Bauarbeiten dann auch von Hütteldorf-Hacking aus vorangetrieben werden. Die Bauzüge, die alle Hilfsdienste wie Materialtransporte und Fahrleitungsmontage verrichten, bestehen vor allem aus Fahrzeugen der ehemaligen Dampftramway-Gesellschaft vormals Kraus & Company. Über die Geschichte der ehemaligen Dampftramway-Gesellschaft vormals Kraus & Co. und weitere private Straßenbahnunternehmen erfährst du mehr in dem Video Die Wiener BIM von 1840 bis 1938. Hier werden seit 1885 auch mehrere Arten von Dampftramway-Lokomotiven, 1884 sogar Dampf- und Akkumulatorentriebwagen versuchsweise eingesetzt. Das dritte Nahverkehrsunternehmen, Dampftramway Kraus & Co., öffnet im Oktober 1883 erste Dampftram. Die Elektrifizierungsarbeiten sind in mehrere Baulose aufgeteilt. Durchgeführt werden die Arbeiten von den Unternehmen AEG, Elin, den österreichischen Braun-Boveri-Werken und den österreichischen Siemens-Schuckertwerke. Neben der Elektrifizierung müssen vor der Wiederinbetriebnahme die Stationsgebäude, die Stiegenanlagen und die Bahnsteige einer durchgreifenden Instandsetzung unterzogen werden. Weiters kommt es zu einer ganzen Reihe weiterer Um- und Adaptierungsarbeiten. In den Knotenbahnhöfen Hauptzollamt, Heiligenstadt und Hütteldorf-Hacking wird die Stadtbahn betrieblich vom Eisenbahnnetz getrennt. Im Gegenzug wird die Stadtbahn an der Gumpendorfer Straße und in Michelbeuern mit dem Straßenbahnnetz verknüpft. An den beiden Endstationen Hütteldorf-Hacking und Heiligenstadt werden speziell für die elektrische Stadtbahn zwei neue separate Aufnahmegebäude, zwei neue Betriebsgebäude und neue Bahnsteige errichtet. In Heiligenstadt und Hütteldorf-Hacking entstehen zum einfachen Betriebsablauf Wendeschleifen. Ansonsten wenden die Stadtbahnzüge überall per Fahrtrichtungswechsel. In Hietzing geht dabei 1925 eine neue Wendeanlage in Betrieb. Fortan müssen, dem tatsächlichen Bedarf entsprechend, nicht mehr alle Züge zwangsweise bis und ab Hütteldorf-Hacking geführt werden. Am 9. April 1925 findet die erste Versuchsfahrt mit einem elektrischen Stadtbahnzug zwischen Michelbeuern und der Meidlinger Hauptstraße statt. Die feierliche Eröffnung der Wiener elektrischen Stadtbahn findet, wie bereits eingangs erwähnt, am 3. Juni um 11 Uhr an der Station Alzer Straße statt. Vizebürgermeister Georg Emmerling bittet Bürgermeister Karl Seitz im Beisein von Bundespräsident Michael Heinisch, den Befehl zur Eröffnung des neuen Betriebs zu geben. Der Betrieb wird in Etappen aufgenommen. Der fahrplanmäßige Linienbetrieb der Wiener elektrischen Stadtbahn beginnt in den frühen Morgenstunden des 4. Juni 1925 auf der Strecke Michelbeuern Hütteldorf-Hacking. Als nächstes folgt am 22. Juli 1925 die Wiederinbetriebnahme der nördlichen Gürtellinie zwischen Michelbeuern und Heiligenstadt. Der dritte reaktivierte Abschnitt ist am 7. September 1925 die untere Wiental-Linie. Nachdem auch die Donaukanallinie samt Verbindungsbogen sowie die Abzweigstelle Gumpendorfer Straße fertiggestellt ist, nimmt die elektrische Stadtbahn im Oktober 1925 ihren Vollbetrieb auf.
Einen Sonderfall im Stadtbahnnetz, aber auch im Straßenbahnnetz stellt die sogenannte Straßenbahn-Einschleifungslinie 18G dar, die gleichfalls mit Aufnahme des Vollbetriebs am 20. Oktober 1925 in Betrieb geht. Sie wechselt aus Richtung Heiligenstadt kommen, kurz vor der Station Gummdorfer Straße, an der dortigen Abzweigstelle in das Straßenbahnnetz über, um anschließend dem Verlauf der Straßenbahnlinie 18 zu folgen. Am 19. Februar 1945 muss sie kriegsbedingt komplett aufgelassen werden und bleibt ab da dauerhaft eingestellt. Die Linien der elektrischen Stadtbahn sind die Linie WD von Hütteldorf über Wiental und Donaukanal nach Heiligenstadt, die Linie DG von Hitzing über Wiental und Donaukanal zur Friedensbrücke, von dort über den Gürtel zurück nach Meidling. Die Linie GD von Meidling über den Gürtel zur Friedensbrücke und von dort über Donaukanal und Wiental nach Hitzing. Und die Linie G eingeschränkt in den Hauptverkehrszeiten und an Sonn- und Feiertagen von Hütteldorf über Wiental und Gürtel nach Heiligenstadt. Diese Stadtbahnlinien waren von 1925 bis 1976-78 mit Modifikationen durchgehend im Einsatz. Die Linie G sogar noch bis 1989. Die Vororte-Linie der Wiener Stadt- und Verbindungsbahn wird von der Gemeinde Wien nicht übernommen. Sie bleibt bei der Bahn und ist seit 1987 als Linie S45 in das Netz der Wiener Schnellbahn der Österreichischen Bundesbahnen einbezogen. Als Fahrbetriebsmittel auf der Stadtbahn waren die aufgrund des seit 1918 schwächeren Verkehrs überzähligen Straßenbahnwagen mit geringfügigen Anpassungen vorgesehen. Mit ihnen wäre zwar nur eine Höchstgeschwindigkeit von 30 bis 33 Stundenkilometer möglich, was aber immer noch als sinnvoller betrachtet wird als die fortdauernde Betriebseinstellung der Stadtbahn. Der im Herbst 1923 einsetzende spürbare Verkehrsaufschwung führt zu einer Modifizierung der ursprünglichen Pläne. Es wird ein fabriksneues, stärker motorisiertes Wagenmaterial angeschafft, damit eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreicht werden kann. Dieses Wagenmaterial kann universell sowohl im Stadtbahnbetrieb wie im Straßenbahnnetz eingesetzt werden. Der Wagenpark der elektrischen Stadtbahn war in Bezug auf ihr Erscheinungsbild und ihre technische Einrichtung für die damalige Zeit hochmodern. Die Architektur Otto Wagners wirkt hier noch ein letztes Mal indirekt mit. Erscheinungsmäßiges Vorbild der Stadtbahnwagen waren die 1910 entworfenen zweiachsigen Wagen der Lokalbahn Wien-Pressburg. Im Zweiten Weltkrieg werden bei Bombenangriffen die Anlagen der Stadtbahn teilweise schwer zerstört. In den Kriegsjahren 1944-1945 kommt es zu wiederholten Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. Im April 1945 beginnen die Instandsetzungsarbeiten an der Stadtbahn. Der Verkehr auf der Strecke Nussdorfer Straße-Heiligenstadt kann erst wieder im Jahr 1954 aufgenommen werden. ...1954 beginnt die Umstellung auf die zweite Fahrzeuggeneration. Ab 1961 sind nur noch Fahrzeuge mit automatischen Türen im Einsatz. Das Schließen der Falltüren bei den neuen Wagen erfolgt pneumatisch durch den Fahrer. 1966 fällt der Gemeinderatsbeschluss über den U-Bahnbau. Mit dem Beschluss über den U-Bahnbau ist das Ende des Begriffs Stadtbahn gekommen. In den Jahren 1968 bis 1989 erfolgt die Umstellung auf den U-Bahn-Betrieb. 1968 wird die Stadtbahnstrecke Friedensbrücke-Heiligenstadt für den Probebetrieb Type U auserkoren. Die Umbauarbeiten beginnen im November 1968 in Heiligenstadt, wo für Probezüge Abstell- und Wendegleise sowie eine Wartungshalle entsteht.
Im Februar 1973 wird der Parallelbetrieb zwischen alten Stadtbahn und neuen U-Bahn-Wagen aufgenommen, die aber noch keine Fahrgäste befördern. Im Mai 1976 wird die Strecke für den erweiterten Probetrieb mit Fahrgästen freigegeben. Nach Errichtung des Betriebsbahnhofs Wasserleitungswiese 1970 wird die Wartungshalle in den Jahren 1974 bis 1977 wieder abgetragen. Nach einem erweiterten Probebetrieb mit Fahrgästen ab 1976 wird die Wiener U-Bahn 1978 offiziell eröffnet.